dass du gesegnet seist durch dieses Wort. Et j'appelle mon fils, ich rufe meinen Sohn. Son serviteur Roland Badji va s'approcher. Nous allons acclamer royalement le Seigneur. Il va nous parler de la part de l'Éternel. Und er wird zu uns sprechen, was der Herr ihm sagt. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße euch alle im wertvollen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie étant dans la maison du Seigneur? Ist jemand in der Freude, um aus Gottes zu sein? Si tu es dans la joie, tu peux manifester ta joie, tu peux pousser le cri de joie. Alléluia, tu peux pousser le cri de joie. La Bible me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. David pouvait se réjouir de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait ce que la présence de Dieu pouvait apporter dans sa vie. Alléluia. On nous a dit que c'est dans la détresse qu'ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole pour leur délivrer. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de se tenir devant vous. Et je bénis aussi Dieu pour mon Père qui m'a confié cette mission cet après-midi afin que nous puissions partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, nous recommander entre les mains du Seigneur que la parole de Dieu trouve la place dans nos cœurs. Que la parole de Dieu nous délivre, nous sauve. Wort Gottes uns befreit und uns rettet. Alléluia. Que... Merci Saint-Esprit de Dieu. Prions. Saint-Esprit de Dieu, nous prions dès à présent. Heiliger Geist, wir beten das ab sofort. Que l'atmosphère de ce lieu change. Dass die Atmosphäre in diesem Ort sich verändert. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Dass die Himmelspforten geöffnet sind. Yahweh, tu avais dit désormais, vous allez voir les anges monter et descendre. Parce qu'ils vont monter avec des requêtes, ils vont descendre avec des réponses. Seigneur, merci parce que les anges sont en activité. Oh Père de gloire, nous te prions pour cet après-midi. Laisse que ta parole puisse apporter la vie. Möge dein Wort das Leben bringen. Laisse que ta parole puisse apporter la délivrance et la restauration. Möge dein Wort Befreiung. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Herr, wir geben uns in deine Hände. Et nous comptons sur toi. Und wir zählen auf dich. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist, prépare nos cœurs bereite unsere Herzen afin fort, de recevoir cette bonne semence. Damit wir diese gute Saat cette semence qui va nous sauver. Diese Saat, die uns cette semence wird. Qui va nous délivrer. Diese Saat, die uns befreien wird. Seigneur, Seigneur, Herr, nous te dédions ce moment. Wir widmen dir diesen Moment. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom, dass alles, was nicht deinem Namen spricht, en ce lieu se taise au nom de Jésus-Christ. Dass das an diesem Ort jetzt schweigt im Namen Jesu Christi. Et seul le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner. Und dass allein der Name unseres Herrn Jesus Christus regiert. Et nous avons ainsi prié. So haben wir gebetet. Et nous disons tous Amen. Wir sagen alle Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu es là? Bist du da? Parce que j'aime bien poser des questions. Ich stelle gerne Fragen. Parce que celui, celle qui pose des questions, der oder diejenigen, die Fragen stellen, il apprend vite. Die Person lernt schnell. Qui parmi nous est sauvé? Wer von uns ist gerettet? Okay. Et les autres? Was ist mit den anderen? Qui parmi nous a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ? Wer von uns hat den Herrn Jesus Christus empfangen? Wow. J'ai une deuxième question. Ich habe eine zweite Frage. Qu'est-ce que nous avons reçu de Jésus-Christ? Was haben wir von Jesus Christus empfangen?
Qu'as-tu reçu du Seigneur Jésus Christ? Was hast du vom Herrn Jesus Christus empfangen? Pardon? La paix, la joie. Und Frieden hat gesagt? Une nouvelle vie. Quoi encore? Le Saint-Esprit. Heiligen Geist. Quoi encore? Was noch? Yeah. L'amour, très bien. Die Liebe. La paix. Et den Frieden. Très bien. Sehr gut. La vie éternelle. Das ewige Leben. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui du privilège que nous avons en Jésus-Christ. Meine Lieben, wir wollen heute sprechen über das Privileg, das wir haben in Jesus Christus. C'est pas en vain que j'ai posé cette question. Nicht umsonst habe ich diese Frage gestellt. Parce qu'au travers de cette question, nous voulons poser une base. Denn durch diese Fragen möchten wir ein Fundament legen. Parce qu'avec le temps, j'ai fait un constat. Und mit der Zeit ist mir etwas aufgefallen. Nous oublions très vite. Wir vergessen sehr schnell. Nous disons tous, nous levons tous nos mains. Wir heben alle unsere Hände. Qui a reçu le Seigneur Jésus Christ? Moi, qui ai baptisé, moi. Mais qu'est-ce que nous avons réellement reçu du Seigneur Jésus-Christ? Aber was haben wir denn wirklich vom Herrn Jesus Christus bekommen? Alléluia. Le dimanche dernier, le pasteur nous a donné un devoir. Qui a fait son devoir? Am letzten Sonntag hat der Pastor uns eine Hausaufgabe gegeben. Wer hat die Hausaufgabe gemacht? Que Dieu vous bénisse pour les personnes qui ont fait leur devoir. Für die, die ihre Hausaufgabe gemacht haben. Qu'avons-nous reçu du Seigneur Jésus-Christ? Was haben wir vom Herrn Jesus Christus empfangen? Nous parlons du privilège que nous avons en Christ. Wir sprechen von dem Privileg, was wir in Christus haben. Pourquoi avons-nous ce privilège? Warum haben wir dieses Privileg? Comment sommes-nous arrivés à avoir ce privilège? Wie sind wir dazu gekommen, dieses Privileg zu bekommen? Alléluia. La Bible nous dit. Die Bibel sagt uns. Tous ont péché. Alle haben gesündigt. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Und ihnen wurde die Gnade Gottes vorenthalten. Sie hatten kein Anrecht mehr darauf. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht jemand, was ich sage? Je veux nous emmener quelque part. Ich möchte uns irgendwo hinführen. Avant de parler des privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Bevor wir von dem Privileg sprechen, was wir in Jesus Christus haben. Il est important. Es ist wichtig. Que nous comprenions d'abord. Dass wir erstmal verstehen. Qui est Jésus-Christ? Wer ist Jesus Christus? Pourquoi nous bénéficions de ce privilège? Warum profitieren wir von diesem Privileg? Alléluia. Parce que quand nous lisons Ephésiens, on voit tous les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Denn wenn wir in Epheser lesen, dann werden wir sehen, was wir für Privilegien in Christus haben. Nous résistons souvent la parole de Dieu. Wir sagen oft das Wort Gottes auf. Je suis la tête et non la queue. Ich werde der Erste sein und nicht der Letzte. Mais pour être la tête et non la queue, aber um der Erste zu sein und nicht der Letzte zu sein, nous devons faire quelque chose. Müssen wir etwas tun. Amen. La Bible nous dit dans Romains 3:23-24. Die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 3, Vers 23 bis 24. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. So das Wort Gottes. Nous étions tous dans les ténèbres. Wir waren alle in der Dunkelheit. Privés de la gloire de Dieu. Und wir hatten kein Anrecht auf die Herrlichkeit Gottes. À cette époque, on ne pouvait pas parler des privilèges que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Zu dieser Zeit konnte man nicht von dem Privileg sprechen, was wir heute in Christus haben. Mais la Bible dit, gloire soit rendue à notre Dieu. Aber die Bibel sagt, unser Herr sei gepriesen. Par le moyen de la libération que nous avons en Jésus-Christ. Durch die Freiheit, die wir in Jesus Christus aujourd'hui nous sommes sauvés. Dadurch sind wir heute gerettet. Il dit encore dans Romains 5:6-11. Er sagt noch in Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourant-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie. Maintenant que nous sommes réconciliés, bien plus que nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alléluia, ça va. Nous voyons l'apôtre Paul montrer quelque chose, une image. Der Apostel Paulus möchte uns hier ein Bild zeigen. Il dit, autrefois nous étions morts. Er sagt, damals waren wir tot. On n'avait pas de vie. Wir hatten kein Leben. On vivait dans le péché. Wir lebten in der Sünde. Le péché était notre nourriture. Die Sünde war unser Le péché était notre style de vie. Die Sünde war unser Lebensstil. On n'avait pas d'héritage en Jésus-Christ. Wir hatten kein Erbe in Jesus Christus. Alléluia. On ne connaissait même pas Jésus-Christ. Wir kannten Jesus gar nicht. On ne pouvait même pas bénéficier de ses privilèges. Wir konnten nicht mehr von diesen Privilegien profitieren. Mais à un moment donné, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, Dieu dans son amour, hat Gott in seiner Liebe, il a dit non, je ne peux pas laisser l'humanité tout entière périr. Er hat gesagt, nein, ich kann nicht die ganze Menschheit zugrunde gehen lassen. Il nous a donné une solution. Und er hat uns eine Lösung gegeben. Cette solution, c'est la personne de Jésus-Christ. Und diese Lösung ist Jesus Christus. Jésus-Christ est venu nous apporter la vie. Jesus Christus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. Voici un des privilèges que nous recevons en premier. Das ist eines der Privilegien, die wir zuerst empfangen. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, wenn Jesus Christus in dein Leben kommt, il ne vient pas d'abord te donner la santé. Dann kommt er nicht zuerst, um dir Gesundheit zu schenken. T'apporter la vie. Aber Jesus Christus konnte dir das Leben schenken. Tu étais dans le péché, weil du in der Sünde warst. Tu étais mort. Du warst tot. Lui, quand il vient, wenn er kommt, qu'est-ce qu'il fait? Was macht er dann? Il vient ôter la mort. Er kommt und nimmt den Tod von dir. Et il donne la vie. Und er gibt dir das Leben. Et automatiquement, und automatisch, nous recevons ce qu'on appelle les privilèges. Empfangen wir das, was wir Privilegien nennen. C'est quoi un privilège? Was ist ein Privileg? Un privilège, c'est tout simplement un droit spécial. Ein Privileg ist ein besonderes Recht. Un droit qui est exceptionnel. Ein sozusagen Ausnahmerecht oder ein außergewöhnliches Recht. Exclusif. Genau, was eben eine Ausnahme ist. Qui est accordé à une personne, à un groupe ou à une collectivité de pouvoir faire quelque chose ou de bénéficier d'un avantage. Also das wird einer Person oder einer bestimmten Personengruppe gewährt oder gegeben, sodass sie gewisse Dinge tun können. Alléluia. Amen. Voici le privilège que nous avons en Jésus-Christ. Das ist das Privileg, was wir in Christus haben. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ephésiens 2, 3 à 6. Ephésiens chapitre 2, verset 3 à 6. Le privilège que nous avons en Jésus-Christ. Das Privileg, was wir in Jesus Christus haben. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce privilège que nous avons, que j'appelle la vie de Dieu. Heute möchte ich mit uns dieses Privileg teilen, was ich das Leben Gottes nenne, oder das göttliche Leben. Parce que sans la vie de Dieu, denn ohne dieses göttliche Leben, nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire. Können wir nicht das tun, was wir jetzt gerade tun. Alléluia.
Si le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas sauvés, wenn der Herr Jesus Christus uns nicht gerettet hat, nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire. Können wir nicht das tun, was wir hier gerade tun. Il dit, autrefois, tu étais mort. Er sagt, damals warst du tot. Mais je me pose la question. Und dann stelle ich mir die Frage, pourquoi continues-tu à vivre dans la mort? Warum lebst du weiterhin im Tod? Alléluia. Tu as levé ta main, tu as dit que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Hand gehoben und gesagt, ich habe Jesus tu es sauvé. Du bist gerettet. Mais quand tu regardes attentivement ta vie, aber wenn du dein Leben wirklich aufmerksam betrachtest, tu vas voir que tu vis encore dans la mort. Wirst du sehen, dass du immer noch im Tod lebst. Alléluia. Parce que des fois nous manifestons les œuvres de la chair. Denn manchmal beugen wir uns den Verlangen unseres Leibes. Alors, il a dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, obwohl er gesagt hat, all denjenigen, die ihn empfangen haben, denen hat er die Macht gegeben, was zu tun? Kinder Gottes zu werden. De devenir enfant de Dieu. Kinder Gottes zu werden. Ceux-là qui ne sont pas nés de la volonté d'un homme, diejenigen, die nicht aus dem Willen eines Menschen entstanden sind, mais qui sont nés de l'Esprit. Aber die aus dem Geist entstanden sind. Alléluia. Ça veut dire en nous portant les gènes de Jésus-Christ. Das heißt, in uns tragen wir die Gene von Jesus Christus. En nous, nous avons la vie de Christ. Wir tragen in uns das Leben von Christus. Mais pourquoi nous ne manifestons pas ou même ne vivons pas les privilèges que nous avons en Jésus-Christ? Aber warum erleben wir nicht diese Privilegien, die wir in Christus haben? Il dit que nous sommes guéris par ses meurtres. Er sagt, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Ich habe euch die Macht gegeben, auf Skorpione und Schlangen zu laufen oder sie zu zertreten. Combien de fois toi et moi nous avons peur? Wie oft haben du und ich Angst? Alléluia. Combien de fois toi et moi nous avons peur? Wie oft haben du und ich Combien Angst? De fois toi et moi nous doutons à la parole de Dieu? Wie oft zweifeln du und ich am Wort Gottes? Alors que la Bible me dit, obwohl die Bibel mir sagt, Jésus-Christ est venu nous apporter la vie. Jesus Christus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Nous avons un privilège. Wir haben ein Privileg. Celui d'avoir la vie de Jésus-Christ. Nämlich das Leben von Jesus Christus zu haben. Alléluia. Il dira dans Jean 3, 14 à 16. Er sagt in Johannes 3, Vers 14 bis 16. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qui s'identifie à cette parole? Wer identifiziert sich mit diesem Wort? Crois-tu que tu as la vie éternelle? Glaubst du, dass du das ewige Leben hast? C'est pas grave si tu ne crois pas. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht daran glaubst. Alléluia. Parce que nous grandissons dans la foi. Denn wir wachsen im Glauben. Très souvent, il nous manque la connaissance. Sehr oft fehlt es uns an Wissen. Et la compréhension des Écritures. Und daran Verständnis, was das Wort Gottes angeht. Savez-vous quand nous n'avons pas la connaissance, wisst ihr, wenn wir kein Wissen haben, nous sommes dans la mort. Dann sind wir tot. N'est-ce pas? Celui qui n'a pas la connaissance du Dieu qu'il porte, il vit dans la mort. Derjenige, der den Gott, den er dient oder den er angenommen hat, nicht kennt, der lebt. Bien que tu diras que je suis sauvé, selbst wenn du sagen wirst, ich bin gerettet, mais tu es toujours dans la mort. Du befindest parce que tu n'as pas la connaissance de cette parole. Weil du dieses Wort nicht kennst. Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, il a tant aimé. Gott sagt, er hat die Welt so sehr geliebt, also er hat dich so sehr geliebt. Il a donné Jésus Christ pour toi. Er hat Jesus Christus für dich hergegeben. Pour que tu sois sauvé. Damit du gerettet wirst. Et que tu ne périsses pas. Damit du nicht zugrunde gehst. Que tu aies la vie éternelle. Sondern dass du das ewige Leben bekommst. Pose-toi maintenant la question. Jetzt stell dir mal die Frage. Est-ce que en toi y a la vie éternelle? Gibt es in dir das ewige Leben? Alléluia. Est-ce que dans ta famille y a la vie éternelle? In deiner Familie gibt es da das ewige Leben. Car Jésus Christ veut que nous puissions manifester cette vie. Denn Jesus Christus möchte, dass wir dieses Leben manifestieren. Que cette vie soit pleinement en nous. Dass dieses Leben vollständig in uns ist. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer cet après-midi. Meine Lieben, ich bin heute gekommen, um euch zu sagen, um dir zu sagen,
que Jésus-Christ est venu apporter la vie en toi. Dass Jesus Christus gekommen ist, um dir das Leben zu schenken. Jésus-Christ est venu pour te délivrer et te sauver. Jesus ist gekommen, um dich zu retten und dich zu befreien. Je ne sais pas si tu crois en cette parole. Ich weiß nicht, ob du an dieses Wort glaubst. Alléluia. Si le Seigneur nous fait grâce de nous montrer le mystère de ce qui s'est passé à la croix. Wenn der Herr uns die Gnade schenkt, dieses Mysterium oder das Verborgene zu verstehen. Tous les jours, nous allons glorifier son nom. Dann werden wir seinen Namen jeden Tag preisen. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 10, 7 à 10? Was sagt er in Johannes 10, Vers 7 bis 10? Quelqu'un peut nous aider pour la lecture? Jean 10, 7 à 10. Johannes Kapitel 10, Vers 7 bis 10. Ich lese Johannes Kapitel 10, 7 bis 10. Deshalb erklärte er ihm: Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich von mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weine finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben und dies im Überfluss. Das Wort Gottes. Amen. La Bible nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et si nous voyons, il y a une image d'une bergerie. Comment on appelle ça? Quelqu'un peut nous dire? Es gibt hier mehrere Schafe, wie wir sehen. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit. Je suis la porte des brebis. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Tous ceux qui sont venus avant moi, alle, die vor mir gekommen sind, sont des voleurs et des brigands, waren Diebe und Räuber. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Savons-nous ce que le travail d'un berger? Wissen wir, was die Aufgabe von einem Hirten ist oder die Arbeit von einem Hirten? Jésus-Christ ici se présente comme la porte. Jesus Christus präsentiert sich hier als die Tür. Oui, Jésus-Christ est cette porte-là qui nous emmène à la vie. Ja, Jesus ist diese Tür, die uns zum ewigen Leben führt. Si tu n'entres pas en Jésus-Christ, wenn du nicht in Jesus hineingehst, tu ne manques pas la vie. Dann hast du nicht das Leben. Puisque dans Ephésiens quelque part, il dit en Jésus-Christ. Wenn in Epheser sagt er irgendwo in Jesus. Nous Christus, avons toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Haben wir alle himmlischen Segen. Ça veut dire. Das bedeutet. Pour manifester les bénédictions que nous avons die Segen dans le lieu céleste. Himmelreich zu manifestieren. Toi et moi, nous devons passer par la porte qui est Jésus-Christ. Müssen du und ich durch die Tür gehen, die Jesus Christus. Voyez-vous comment la parole de Dieu est merveilleuse? Seht ihr, wie wundervoll das Wort Gottes ist? Il dit, je suis la porte des brebis. Er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Les brebis n'ont seulement une seule porte. Ja, die Schafe haben nur eine Tür. S'ils veulent manger et boire, wenn sie essen und trinken möchten, ils n'iront pas voir d'autres personnes, wenn sie nicht zu anderen Personen gehen, ils viendront vers le berger. Sie kommen zu ihrem Hirten. Parce que les brebis ont la capacité de la voix du berger. Die Schafe haben si tu n'es pas le berger, wenn du nicht der Hirte bist von diesen Schafen, dann werden sie nicht auf deine Stimme hören. Alléluia. Est-ce que tu es brebis du Saint Chrétien Agapé? Bist du ein Schaf des Saint Chrétien Agapé? Alléluia. Si tu es réellement brebis du Saint Chrétien Agapé, wenn du wirklich ein Schaf des Saint Chrétien Agapé, tu vas écouter la voix de ton berger. Dann wirst du auf die Stimme deines Hirten. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Was möchte ich dir sagen? Si tu vis dans la désobéissance, wenn du in Ungehorsamkeit lebst, tu n'as pas la vie de Christ en toi. Dann hast du nicht das bien que tu es sauvé, selbst wenn du gerettet bist, la vie de Christ ne se limite
pas être seulement sauvé. Das Leben mit Christus heißt nicht, dass du mais c'est de marcher aussi dans l'obéissance. Aber es bedeutet, dass du auch im Gehorsam bist. Alléluia. Il dit que mes brebis entendent ma voix et connaissent cette voix. Er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Ils ne écoutent pas la voix des voleurs. Sie hören nicht auf die Stimme der Räuber. Ils écoutent la voix de leur berger. Sie hören auf die Stimme ihres Hirten. Je suis la porte. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Vous pouvez entrer par moi. Ihr könnt durch mich hineingehen. Par moi. Und auch durch mich hinausgehen. Jésus est celui qui se lève très tôt le matin avant nous tous. Jesus ist derjenige, der früh aufsteht vor uns allen. Même quand tu dis j'ai un programme de prière à 4 heures. Selbst wenn du sagst, du hast ein Gebetsprogramm ab 4 Uhr morgens. Il ne dort jamais. Die Bibel sagt uns, er schläft nie. Il ne somnole pas. Er schläft nie und il est toujours debout. Er ist immer wach. Alléluia. Il est ce berger là qui part repérer les pâturages. Er ist dieser Hirte, der die saftigen grünen Weiden findet. Pendant que toi et moi nous dormons, während du dich schlafst, und wir uns Fragen stellen. Mais le bon berger dit, je suis la porte. Da sagt der gute Hirte, ich bin die Tür. Tu veux avoir la vie? Du möchtest das Leben. Tu veux manifester la vie de Christ. Du möchtest das Leben et von Christus. À passer au-dedans de moi. Dann sagt er, komm durch. En Jésus Christ, nous avons la vie. In Jesus Christus haben wir das Leben. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben in diesem Überfluss. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Deshalb habe ich dir die Frage gestellt. Qu'est-ce que tu as reçu de Jésus-Christ? Was hast du von Jesus Christus empfangen? Alléluia. Ça ne sert pas de faire nous tous en même. Ja, manchmal geben wir alle die Hand. Mais nous oublions aber wir vergessen les principes de base. Die Grundprinzipien. Jésus-Christ a dit qu'il est venu apporter la vie. Jesus Christus hat gesagt, er ist gekommen, um das Leben zu bringen. Oh, que le Seigneur nous aide. Ja, möge der Herr uns helfen. Arrêtez de pleurer. Dass wir aufhören zu weinen. À se lamenter. Und uns zu beschweren, zu jammern. Oui, des fois, ça fait mal, je sais. Ja, manchmal tut es weh, ich weiß. Quand nous sommes dans la vallée de l'ombre et de la mort, wenn wir durch das düstere Tal hindurch, qu'est-ce que la Bible nous dit? Was sagt uns die ta brève et ton bâton me rassure. Dein Stab. Il dit, je ne crains aucun mal, parce que Angst. Le bon berger, ich weiß, dass il a déjà fait le parcours que nous allons faire. Bereits durch diesen Weg gegangen ist, durch den wir durchgehen. Alléluia. Il est déjà passé dans le désert. Es bereits durch die Wüste il a regardé les recoins, les coins du désert. Er hat sich alle Ecken der Wüste angeschaut. Et il est venu. Und er ist gekommen. Il dit, je suis le bon. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, um dir das Leben zu schenken. Ich möchte dir sagen, dass Jesus gekommen ist, um dir das Leben zu schenken. Alle, die vorher gekommen sind, sagt, das sind Räuber und das sind Diebe. Wer sind diese Personen, die vor Jesus gekommen sind? Die Krankheit ist vor Jesus gekommen. Der Tod ist vor Jesus gekommen. Ja, das Urteil. Versagen était venu avant Jésus-Christ. Ist vor Jesus Christus gekommen. Aber jetzt il dit qu'il est sagt venu er, donner la vie. Dass er gekommen ist, um das Leben zu schenken. Alléluia. Amen. Qui croit en cela? Wer glaubt daran? Esaïe 61 dit quoi? Was sagt uns Jesaja Kapitel 61? Qu'est-ce qui est écrit dans Esaïe 61? Wer weiß, was in Jesaja Kapitel 61, Vers 1 bis 3 geschrieben ist? Er kennt diese Verse. Ceux-là qui sont sauvés, nous sommes censés les connaître. Die gerettet sind, wir sollen das kennen. Alléluia. Nous comprenons combien de fois il nous manque de foi à la connaissance. Ja, dann merken wir, wie oft es uns doch an Wissen fehlt. Parce que si tu n'as pas la connaissance, denn wenn du nicht das Wissen hast, il te sera difficile de manifester la vie de Christ. Dann wird es schwierig für dich sein, das Leben von Christus. Il te sera difficile de dire que ça, ça m'appartient. Es wird schwierig werden, dass du sagen kannst, das gehört mir. Je voudrais tout simplement te dire, ich möchte dir einfach nur sagen, que le Seigneur Jésus Christ était venu pour toi et moi. Dass der Herr Jesus Christus gekommen ist für dich und für mich. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Sagt der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Und gesandt hat, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés le Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre d'une huile, de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que, qu'on les appelle les térémètres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le bon berger. Jesus Christus ist der gute Hirte. Le premier privilège que nous recevons. Das erste Privileg, was wir von ihm empfangen, c'est la vie éternelle. Ist das ewige Leben. Parce que dann, il nous a pris de la mort. Er hat uns aus dem Tod genommen. Il nous a ramené à la vie. Und er hat uns zurück zum Leben geführt. Römer sagt uns, le salaire du péché, c'est la mort. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ça veut dire ceux-là qui vivent dans le péché. Das bedeutet, diejenigen, die in der Sünde leben, ils sont morts. Sie sind tot. Mais comment ils peuvent être délivrés de la mort? Und wie können sie aus dem Tod befreit werden? C'est en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Indem sie den Herrn Jesus annehmen. C'est en entrant dans la vie de Christ. Indem sie in das Leben von Christus hineingehen. Und dadurch, ils reçoivent la vie. Bekommen sie das Leben. Il dit, je suis le bon berger. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Der gute Hirte opfert sein Leben für seine Schafe. Jesus Christ donne sa vie pour toi. Jesus Christus gibt sein Leben her für dich. Alléluia. Amen. Arrête de murmurer. Hör auf zu meckern und zu murmeln. Arrête de regarder de gauche à droite. Hör auf nach links und nach rechts zu schauen. Parce que tout ce que nous cherchons, denn alles, wonach wir suchen, nous l'avons déjà en nous. Das haben wir bereits in uns. Mais la Bible dit, en Jésus Christ. Aber die Bibel sagt, in Jesus Christus. Savez-vous que le plan de Dieu est tellement merveilleux? Wisst ihr, dass der Plan Gottes so wundervoll ist? Et dit, er sagt, avant que nous puissions exister, bevor wir überhaupt existiert haben. Est-ce que quelqu'un comprend? Versteht jemand? Avant que tu ne puisses exister, bevor du überhaupt existieren kannst, que tu fasses des projets d'université, que tu fasses des projets d'avoir des enfants, que tu fasses des projets d'étudier, que tu fasses des projets d'acheter, Pläne, Dinge zu kaufen, il avait déjà un plan. Vor alledem hatte er bereits einen Plan. Celui de te sauver. Nämlich den, dich zu retten. Il savait un jour, er wusste, eines Tages, bon berger, wirst du nach dem guten Hirten suchen. Und du musst durch ihn hindurch. Und er sagt, dieser Plan, das ist nicht der Wille der Menschen. Er wollte, dass das so passiert. Wow, quel privilège que nous avons. Wow, was für ein Privileg wir haben. Je suis tellement privilégié. Ich bin so privilegiert. Des fois, je ne comprends pas. Manchmal verstehe ich das nicht. Merci, Seigneur. Aber ich sage danke, Herr. Parce que moi, denn ich, j'ai un privilège. Ich habe ein Privileg. Parce que moi, weil ich, je suis mis à part. Ich bin parce que moi, je peux venir te réveiller à n'importe quelle heure. Même si tu ne dors pas, je peux venir frapper à ta porte. Selbst wenn du nicht schläfst, ich parce kann que an moi, deiner Tür klopfen. Prier. Denn ich kann beten. Et le ciel s'ouvre. Der Himmel öffnet sich. Alléluia. Amen. Parce que j'ai le privilège. Denn ich habe das Privileg. Ce privilège-là, c'est lui qui me l'a donné. Dieses Privileg, er ist derjenige, der mir das gegeben hat. Und das hat er auch dir gegeben. Parce que il tient à chacun. Weil jeder einzelne von uns ihm wichtig ist. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses manifester sa vie. Gott möchte, dass du sein Leben manifestierst. Und apprends à le connaître. Dass du lernst, ihn kennenzulernen. Apprends à marcher dans sa parole. Dass du lernst, nach seinem Wort zu wandeln. Ne soyons pas comme ces héritiers, cet héritier qui est héritier, qui a la richesse. Wir sollen nicht wie dieser Erbe sein, der zwar ein Erbe ist und den Reichtum hat, mais qui ne peut pas manifester cela. Der aber das nicht manifestieren kann, das nicht sichtbar parce wird. Weil er sich nicht darüber bewusst ist, dass er Erbe ist und dass er eine gewisse Macht hat. Halleluja. Amen. Jesus Christus est venu apporter la vie. Jesus Christus ist gekommen, um das Leben zu bringen. J'aimerais que tu puisses repasser cette parole.
möchte, dass du dieses Wort in deinem Herzen dir immer wieder aufsagst. Wenn er sagt, dass er kommt, gekommen ist, um das Leben zu schenken. Meine Lieben, das ist die Wahrheit. Le jour du, après, le sabbat, nach dem Sabbat on est venu le chercher dans le tombeau. Ist man in sein Grab gekommen, um nach ihm zu suchen. Die, die Frauen sind gekommen und wollten seinen Körper einbalsamieren. Und während sie dort gingen, sagt uns die Bibel, dass sie gesagt haben, wer kann uns diesen Stein zurückgeben? Und als sie am Grab ankamen, haben sie gesehen, dass der Stein bereits zur Seite geräumt wurde. Was ist dann passiert? Der Engel sagte zu ihnen: Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Je sais que tu n'as pas compris. Ich weiß, dass du das nicht verstanden hast. Pourquoi toi warum et moi nous sommes toujours dans la mort? Warum sind du und ich immer noch tot? Alors que nous sommes ressuscités, obwohl wir bereits auferstanden sind. Pourquoi tu mènes toujours cette mauvaise vie? Warum lebst du immer noch dieses schlechte Leben? Pourquoi tu aimes toujours le péché? Warum magst du immer noch die Sünde? Alors que le pouvoir du péché t'a été enlevé. Obwohl die Macht der Sünde von dir genommen wurde. Alléluia. Il dit pourquoi vous cherchez les vivants parmi ceux qui sont morts? Er sagt, warum sucht ihr die Lebendigen bei den Toten? Nous sommes vivants, nous sommes ressuscités. Wir sind lebendig, wir sind auferstanden. Mais dommage, des fois, on trouve là où il y a la mort. Aber es ist schade, manchmal findet man uns dort, wo der Tod regiert. Alléluia. Amen. La mort, c'est quoi? Was ist der Tod? Les plaisirs du monde. Die schönen Dinge dieser Welt. Disco. Danke, die Leidenschaft. Disco. Das ist zum Beispiel, das ist der Tod. Vie de débauche, c'est la mort. Das Leben, also ein nicht gutes Leben, das ist Alleluia. Der Tod. Pourquoi on doit nous trouver encore dans la mort? Warum soll man uns im Tod finden? Alors, on devrait nous trouver il y a la vie. Obwohl man uns dort finden sollte, wo das Leben regiert, wo es das Leben gibt. Que Dieu t'aide. Que nous sortions de la mort. Möge Gott uns helfen, damit wir aus dem Tod herauskommen. Alleluia. Car en nous il y a la vie. Denn in uns gibt es das Leben. Je veux qu'on lise un verset. Ich möchte, dass wir noch einen Vers lesen. Jesus Christus n'est pas seulement la vie. Jesus Christus ist nicht nur das Leben. Jesus Christus est plus que la vie même. Jesus Christus ist noch mehr als das Leben. Jean 11. 25 à 26. Johannes Kapitel 11, 25 bis 26. Jésus-Christ lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, crois-tu cela? Johannes 11, 25 bis 26. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? So das Wort Gottes. Alleluia. Jesus parle à Marthe. Jesus spricht zu Martha. Oh Seigneur, si tu as été là, oh Herr, wenn du da gewesen wärst, notre frère ne veut pas mourir, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Oh, Lazare était malade. Ja, Lazarus war krank. On a annoncé cela à Jésus-Christ. Das wurde Jesus Christus mitgeteilt. Et cette maladie n'entraînera pas à la mort. Und er sagte, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen. Jésus arrive, Lazare était déjà mort. Dann kam Jesus an und Lazarus war bereits tot. Marthe commence à pleurer. Und Martha begann zu weinen. Sa sœur Marie. Und ihre Schwester Maria auch. Seigneur, Herr, Herr, si tu étais là, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Le Seigneur dit, n'est-ce pas que je t'ai dit de croire? Und der Herr sagt, habe ich dir nicht gesagt, du sollst glauben? Marthe dit, je sais, qu'il va ressusciter au dessus à la fin de temps. Dass er am Ende der Zeit auferstehen wird. Aber Martha wusste nicht, si
en face de lui. Wer ihr gegenüberstand. Il était la résurrection. Dass er die Auferstehung ist. Alléluia. Il dit, je suis, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. La connaissance et la révélation de Jésus Christ. Ja, das Wissen, die Erkenntnis und die Offenbarung von Jesus Christ. Il était la résurrection. Martha hatte nicht diese Offenbarung über Christus, nämlich dass er die Auferstehung ist. Sie wusste, dass eine Auferstehung später kommen wird. Mais Jesus Christ. Aber Jesus Christus sagt zu ihr, non, c'est pas de cette résurrection là que je parle. Nicht von dieser Auferstehung spreche ich. Moi que tu vois là. Ja, ich, den du hier siehst. Je suis la résurrection et la vie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Si tu crois, und wenn du glaubst, tu vas voir la résurrection. Dann wirst du die Auferstehung et sehen. Et quiconque croit, und er sagt, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Au verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Und in Vers 27 sagt sie, ja Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Après ces paroles, nach diesen Worten, Martha compris. Hat Martha verstanden? Regarde ce que Martha dit. Schau, was Martha sagt. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Le Fils de Dieu qui devait venir. Der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Ne croyait pas. Diese ganze Zeit hat Martha nicht daran geglaubt. Alléluia. Parce que Jésus connaissait Martha. Denn Jesus kannte Martha. Martha kannte Jesus. Mais tout ce temps-là, elle n'a jamais dit ça. Aber diese ganze Zeit vorher hat sie das nie gesagt. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Sie sagte, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der auf die Welt kommen sollte. Crois-tu que Jésus est venu te apporter la vie? Glaubst du, dass Christus gekommen ist, um das Leben zu schenken? Crois-tu que Jésus-Christ avait tout pris à la croix pour toi? Glaubst du, dass Jesus am Kreuz alles